Hey Handballinspiratorin und Inspirator, ich bin Sven und in diesem Video möchte ich dir den Schrittsprung im Torwartspiel näher bringen. Wir besprechen zusammen die Grundtechniken und Anwendungen und zum Ende werde ich dir Übungen zum Erlernen des Schrittsprungs mitgeben. Der Schrittsprung ist die gängigste Abwehrtechnik von Fernwürfen und wird auf höchstem Niveau angewendet. Alles beginnt bei dieser Bewegung in der Grundstellung. Hierbei sind folgende vier Punkte sehr wichtig. Erstens Belastung des Vorderfußes, zweitens Knie sind leicht gebeugt, drittens angespannter Rumpf und viertens Ellenbogen auf Schulterhöhe. Der Torhüter steht auf dem Vorderfuß, damit er direkt in die Bewegung gehen kann. Dies unterstützen die gebeugten Knie, welche den Körperschwerpunkt senken. Dadurch wird der Rumpf angespannt. Die Ellenbogen sind auf Schulterhöhe, damit sind die Arme ebenfalls aktiv und der Oberkörper aufgerichtet. Aus dieser Grundstellung soll nun die Bewegung erfolgen. Um die Bewegung des Schrittsprungs zu verstehen, sind folgende zwei Begriffe sehr wichtig. Zum einen gibt es das ballferne Sprungbein, welches den Torhüter in die Seite drückt, und das ballnahe Schwungbein, welches die Trefferfläche mit dem Aufdrehen um 90 Grad maximiert. Bei der Bewegung des Schrittsprungs drückt sich als erstes das Sprungbein in die Seite. Dabei dreht sich das Schwungbein um 90 Grad auf. Das Knie des Schwungbeins verlängert dadurch die Hüftlinie. Wichtig dabei ist, dass sich das Schwungbein nicht in die Höhe drückt, sondern Reichweite direkt ermöglicht. Diese Bewegung hat das Ziel, maximal schnell zum Ballort zu gelangen und die Landung optimal vorzubereiten. Denn die Landung hat das klare Ziel, den Ball abzuwehren. Dafür benötigt der Torhüter maximale Trefferfläche und Stabilität. Durch das Aufdrehen des Schwungbeins setzt sich der Fuß parallel zur Torlinie. Dies erhöht die Fläche sowie Mobilität in der Hüfte und ist eine wichtige Verletzungsprävention. So werden Verletzungen vom Außenband sicher verhindert. Ebenfalls wird es dadurch ermöglicht, sich zum Ballort zu bewegen. Die ballnahe Hand fährt auf direktem Weg nach unten. Wichtig ist hierbei, dass der Weg wirklich direkt vor dem Knie lang führt, um eine Vorspannung auf die Bizepssehne ausüben zu können. Hierfür könnt ihr den Ellenbogen auf Knienähe führen. Die ballferne Hand deckt die Fläche über dem Sprungbein ab und sollte aktiv nach oben gehen, damit der Oberkörper aufrecht bleibt. In der ersten Übung startet der Torhüter aus dem Einbeinstand und zieht durch eine schnelle Hüftöffnung das Schwungbein auf. Dies soll möglichst flach über dem Boden sein, sodass der Torhüter möglichst früh mit beiden Beinen zur Förderung der Stabilität auf dem Boden steht. Indes sollte das Schwungbein etwa eine seitliche Schrittlänge aufgezogen werden, sodass das angewinkelte Knie 90 Grad beträgt. Zeitgleich arbeitet der Oberkörper seitlich über der Hüftöffnung und dem Schwungbein mit, indem die Hand zum aufgedrehten Fuß geführt wird. In der zweiten Übung startet der Torhüter auf einer Erhöhung. In diesem Fall ist es ein Boseball. Du kannst aber zum Beispiel auch einen Stepper oder flachen Kasten nehmen. Durch den Boseball wird gleichzeitig das Gleichgewichtsgefühl trainiert, welches bei allen Grundtechniken des Torwartspiels benötigt wird. Nach einem haptischen Signal am Rücken oder der Hinterseite der Beine reagiert der Torhüter, indem er mit dem diagonalen Sprungbein zur Berührungsseite landet und daraus den Druck auf dem Sprungbein erzeugt, dieses in die Seite durchdrückt. Gleichzeitig werden wie in Übung 1 das Schwungbein flach über dem Boden aufgezogen und der Oberkörper arbeitet über der Hüftöffnung mit. Du möchtest die nächste Komplexitätsstufe einbauen. Dann lass den Torhüter mit geschlossenen Augen starten und er muss haptisch wahrnehmen, ob er in den Schrittsprung hoch, Berührung der unteren Extremitäten oder in den Schrittsprung flach, Berührung der oberen Extremitäten reagieren muss. In der dritten Übung startet der Torhüter sitzend in der Tormitte auf einem Stuhl. Auf ein akustisches Signal steht der Torhüter auf und versucht direkt in die Grundstellung zu kommen. Ist der Torhüter in der Grundstellung, spielt der zweite Torhüter einen Tipppass auf die schrittsprungentfernte Seite. Diesen soll der Torhüter möglichst mit der Fußinnenseite zum Passgeber zurückspielen. Ist diese Aufgabe bewältigt, wirft der Trainer einen Ball in die andere Ecke flach zum Tor. Aufgrund des Zeitdrucks muss der Torhüter nun sich im richtigen Moment mit dem Sprungbein in die Ecke, in der der Ball fliegt, hindrücken. Gleichzeitig muss der Torhüter den fliegenden Ball visuell fixieren, sodass er möglichst den aufgedrehten Fuß des Schwungbeins zur Schnittstelle zwischen Ball und Tor stellt. Dies wird von der Hand-Augen-Koordination unterstützt.
du möchtest die nächste Komplexitätsstufe einbauen, dann probier nach dem Aufstehen des Torhüters einen 360-Grad-Sprung einzubauen. Dies erhöht die Komplexität, aus der Grundstellung zu agieren bzw. die richtige Position zu finden und schränkt die Wahrnehmungsfähigkeit durch die Drehung zur Reaktion auf den ersten geworfenen Ball ein. In der vierten Übung startet der Torhüter aus einer hüftöffnenden Position mit einem simulierten aufgedrehten Schwungbein und abgestützten geöffnetem Sprungbein auf einem Kasten. Hierbei soll der Torhüter aufrecht aus der Grundposition über der Beinachse starten. Das Ziel der Übung ist es, wahrzunehmen, auf welche Seite der Trainer den Tennisball wirft und diesen einhändig mit der beinahen Hand abzuwehren. Dabei wird nicht nur die Hand-Augen-Koordination gefördert, sondern auch das Körpergefühl in der aufgedrehten Position mit dem Oberkörper und den Beinen gleichzeitig zu arbeiten. Du möchtest dies ein wenig erschweren, dann benutze eine Raster- oder Strobobrille, um die Wahrnehmung der Sehschärfe einzuschränken. In der fünften Übung startet der Torhüter seitlich in der Grundposition neben einer kleinen Hürde. Auf ein akustisches Signal springt dieser seitlich mit seinem Sprungbein über die Hürde, kommt einbeinig wieder auf und drückt sich von diesem aufkommenden Punkt des Sprungbeines sofort in die Seite ab, beobachtet den heranfliegenden Ball, antizipiert die Schnittstelle zwischen Ball und Tor und dreht gleichzeitig das Schwungbein auf, sodass der Ball durch den Abdruck sowie die schnelle Hüftöffnung flach über dem Boden durch den aufgedrehten Fuß sowie die Handabwehr gehalten werden kann. In diesem Video ist die Stellung des Torhüters auf den Abwurfort des Trainers leicht angepasst. Diese Übung eignet sich in geringerer Wiederholungszahl mit unterschiedlichen athletischen Erschwerungen je nach Entwicklungsstufe und Alter der Torhüterin bzw. des Torhüters durchzuführen, indem du zum Beispiel am Schwungbein bzw. Sprungbein eine Gewichtsmanschette befestigst oder den Oberkörper durch eine Gewichtsweste erschwerst. Abschließend gehen wir auf die Fehlerquellen ein. Erstens, durch das Abdrücken des Sprungbeines nach oben verlierst du die Steuerungsmöglichkeit, schnell in die Ecke zu kommen, sowie stabil durch den erzeugten Bodenkontakt den Ball abzuwehren. Zweitens, entscheidend ist es, auf das Eindrehen der Hüfte des Schwungbeines zu achten, um auf die genaue Verlängerung der Hüfte bzw. der Sprungachse hinzuarbeiten, sodass zu weites Aufdrehen zum Umfallen nach hinten führen würde bzw. bei zu kurzem Aufdrehen des Schwungbeines Zentimeter in der Reichweite verschenkt werden würden. Die dritte Fehlerquelle, auf die hingewiesen werden muss, ist die Hand-Fuß-Koordination, sodass die Hand direkt zum Ballort geführt wird und nicht durch eine kreisförmige Bewegung hinter oder vor dem Knie Vorspannung bzw. Fläche vermindert bzw. einschränkt. Fallen euch noch weitere Fehlerquellen ein? Oder habt ihr Fragen zur Technik des Schrittsprungs zur Abwehr von flachen Bällen? Dann lasst uns in den Kommentaren dazu austauschen. Ich werde euch auch in den kommenden Videos Einblicke ins Torhüter-Training geben. Wenn ihr dort dabei sein wollt, dann abonniert Handball Inspires und kommt mit auf Handball-Weltreise.